Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Chivalry Deadliest Warrior mit mir, dem Master Wolf. Und ich habe schon eine Weile nicht mehr gespielt, ja. Das kommt ab und zu mal vor. Und scheinbar ist das Spiel jetzt kurz vorm Release. Es gab einen Patch, der für den Release quasi schon vorbereitet. Und ja, ich habe gerade wieder meine Vorbereitungen erledigt und mal schauen, wie es jetzt hier läuft. Wir nehmen uns. Nehmen wir den einfach mal. Und schauen, was hier so abgeht. Ich tue mal hier kurz ein bisschen auf meine Sichtfältig das Mikrofon. Und ich habe eine neue Maus, damit kann ich jetzt. Die rechte Maustaste war kaputt bei der anderen, deswegen habe ich Schilder und so nie nutzen können. Das ist jetzt vorbei. Ja, die rechte Maus funktioniert bei meiner neuen Tastatur, neuen Maus und darum kann ich auch Schilder und alles nutzen. Darum spielen wir doch den Wikinger. Der hat so schöne Schilde. Ja, er kann das prima. So. BTF. Okay, ich kann nur Schwerter wählen mit ihm. Das ist. Ich muss jetzt wieder freispielen, soweit ich das weiß. Okay. Probieren wir den Wikinger aus. Jetzt, wo ich besser blockieren kann und alles. Und wie ein Wilder kann ich angreifen. Mit zwei Schwertern. Wird bestimmt cool. Die Roten. Rot und Blau. Erinnert mich an Masons gegen Agatha. Boah, ist das laut. Oh Mensch, okay. Dachte, ich hätte es leise genug gestellt, aber scheinbar nicht. Ja, da, die Irren. Aber ja, waren das wieder mittendrin. Stand nur dabei. Na gut, obwohl ja ich zuschaue. Oh, leider ist er gestorben. Tut mir echt leid. Und der ist auch tot. Okay, Blau gewinnt schon mal. Deutlich. Da sind die Piraten, die lächerliche da nach hinten laufen. Und ihre Waffen schmeißen können. Bitte. Oh, schade. Blau hat gewonnen, okay. Ja, das hat er schön angesagt, ja. Die Stimme. Schade, da hat er so schön seine Waffe geschmissen. Ja, diese Ninjas. Jo. Okay. Ah. Okay, wir. Okay, ich kann aus irgendeinem Grund gerade nicht rennen. Darum muss ich kurz noch mal meine Konfiguration testen. Das war bei Input oder Toggle. Machen wir das an und saven das. Hä? Ich kann immer noch nicht rennen. Warum auch immer? Hä? Wieso kann ich nicht rennen? Das ist nervig. Rennen ist wichtig. Deswegen. Okay. Ja. Okay, ich muss gerade aber was machen. Tut mir echt leid. Okay. Kann ich wieder. Jetzt kann ich wieder rennen. Und das macht mich glücklich. Ja, komm her. Okay, ich war bei Sir Chen gekillt. Da war ich zu übermütig. Und das war nochmal ein Feuer in der Nähe gewesen. Oh, aber diesmal gewinnt Rot. Okay. Trotz meines Versagens, ja. Egal, nur weil mein rechter rechte Maustaste wieder funktioniert, denke ich bin Gott, oder? Ja, ich habe mich geirrt. Aber wir werden noch großartige Erlebnisse miteinander teilen. Da bin ich sicher. Oh, diese Musik. Ah. Mit dem Kriegsschrei zusammen. Und da ist er niedergestochen worden. Und da cheatet er irgendwie. Ja, deswegen. Das hier sieht ja lustig aus. Ja, echt. Wie so ein Goku, der rennt. Ja, nur nicht ganz so lächerlich. Also ich meine, Son Goku lief nicht so lächerlich.
Okay. Ja, was machen wir jetzt? Wir rennen hin und... Oh, Rot ist in der Überzahl. Okay, wir rennen als stolzer Wikinger umher. Ja, und lachen ganz seltsam. Während von mir ein roter Pirat schon mal seine Zielübung macht. Okay, ich glaube, die ersten kommen da mittlerweile. Die ersten blauen, da sehe ich auch welche. Aha. Ja, ja. Okay, da sind sie zu viele. Und. Warte, ja. Da rennen die jetzt weg von unserer Übermacht. Oder sie locken uns irgendwo hin. WTF, töte ich? Wer hat mich da angehittet? Mein eigener natürlich. Okay, ja. Okay. Boah, sieht okay aus wieder für uns. Wir sind gerade nicht in der Überzahl mehr. Okay. Ja, der ist verletzt. Der muss sich regenerieren, wie es aussieht. Gut, ich renne dumm mit und habe nichts gemacht bisher. Juhu, ich bin echt ein guter Spieler. Hier, ein Zeichen. Ist mir noch gar nicht aufgefallen. Alliiert jetzt und welches Zeug gezogen. Ah! Okay. Ich habe mal jemanden zumindest angehittet. Oh, oder auch was auch immer. Okay. Hey, das war ein Lachen eigentlich, aber... Also ich habe Nein gemacht und da hat irgendwie mehr gelacht als alles andere. Okay. Sind immer noch Agathas quasi. Ja. Bin nun mal ein Kämpfer. Okay. Als Kämpfer muss er nach vorne raschen. Und das tun wir einfach mal, aber nicht blind links, da sind schon die ersten. Okay. Ich renne da nicht hin. Ich renne hier mal. Ah, ich wurde angehittet. Okay, ich muss mich regenerieren. Oh Mensch, das ist aber nicht sehr schlau von dem hier. Also. 2 Minuten remain. Oh Mensch. Okay, da haben wir gesehen. Ich habe mein Schild geworfen. Aua, nicht mich hier. Most certainly. Okay. Jo, habe ich jetzt. Zwei Schwerter, oder? Ich weiß nicht. Habe ich eins verloren? Na egal, nehmen wir den. Oh, Wippe. Schon geschafft. Hey! Okay, ja, das ist lustig. Jo, wir haben schon wieder gewonnen. Wir sind einfach sehr gut. Noch 2 Siege, dann war's das. Oh, ja. Blau hat schon ein weniger. Das ist nicht so toll. Okay. Ja, ich bin noch Level 0. Habe nämlich seit dem Update nicht mehr gespielt, seitdem man Experience bekommen kann. Also Sachen freischaltet dann. Wie es bei Chivalry Medieval Warfare der Fall war. Ah!
Ah! Okay. Renn nicht weg, du! Okay, wir erholen uns. Bist du dumm? Oh Mensch. Ja, hast du verdient, du Idiot. Oh Mensch, hat er mich gehittet? Der eigene, was ist fast Tode? Kann ich mir mal sehen, wer was ist. Oh Mensch. Wir haben noch ein paar, ja. Oh Mensch. Bin ich einmal gestorben, oder? Oder doch einmal, ja. Und zwei habe ich getötet, scheinbar. Okay. Gehen wir ehrlos dem letzten her oder auch nicht? The Red Team wins. So dumm, so dumm. Schlechteste Ritter ever. Und trotzdem hat er mehr als ich. Na gut, er spielt wahrscheinlich länger oder auch nicht, keine Ahnung. Ja. Okay. Yay. Also als Wikinger ist es eigentlich cool. Diese Piraten. Oh Mensch. Oh ja, was machen wir hier? Wir töten sie alle. Das ist mein Ziel. Da hat er es mit ins Gesicht bekommen. Ja, renn weg vor den allmächtigen Wikinger. Krieg dich schon. Was da hat. Okay. Okay, wir haben noch einen getötet. Sehr gut. Ah. Oh Mensch. Ja! The Red Team wins. Okay, das war ein weiterer Sieg. Okay. Okay, ja. Hab mich wohl getäuscht. Das geht wohl auf 7 oder so jetzt. Okay. Schauen wir mal, wie es hier weitergeht. Schildwerfen ist schon mal cool, das darf ich mir sagen. Ja. Laufen wir hierher? Hm, ja, scheinbar. So. Wo sind die Blauen? Die suchen wir nämlich. Unsere Feinde. Habe ich gerade hochgearbeitet, indem ich ein paar mehr getötet habe, weil ich schon dann 2 Kills. Heißt es dann, ich habe 3 Kills gemacht? Oh. Okay. Ja, bei Jesus Heskia. Okay, Krebsfeuer ihn. So kann das gehen. Da war ich zu zingelt, sage ich mal. Aber dafür können wir umso länger diese schöne Map angucken. In schönen Farben wie blau und grau oder weiß. Ja, mehr weiß, oder? So marmorartig wahrscheinlich. Ja, ich kann mich nicht erinnern, dass sie damals so blau aussahen. Die Gebäude. Schaut das an. Schön im Agatha-Stil, ne? Oder verändert sich das, je nachdem, welches Team gerade in Führung liegt? Ne. Da haben wir auch rot. Ja, schön in den Farben hier. Rot und blau. Passend, welcher Zufall. Okay, ich habe das Gefühl, ich sehe mehr blaue Gebäude als rot. Das erscheint mir ein bisschen. Oh Mann, blau hat schon wieder verloren.
Ja, minus 100. Ein sehr gutes Mitglied. Okay, die arbeiten herum. Ja. Da. Trolling! Okay. That is a the red team win. So dumm war das. Ja. Dann kommen wir noch weiter. Ein bisschen Wikinger-Gameplay ist auch mal gut, oder? Ja. So. Okay, ich gehe wieder meinen Standardweg. Der war mir zu riskant, dem Weg, den ich gefolgt bin. Der war vor mein Ende. Wikinger mit zwei Waffen sind einfach cooler, glaube ich. Wir gehen diesen Weg und schauen, was wir hier erreichen werden. Ob wir sneaky sind, quasi, und von hinten dann blau überraschen können, oder ob sie denselben Plan haben, ein paar von denen, und dich dann einen heißen Kampf erwartet. Also mich einen heißen Kampf erwartet. Mal sehen. Lasst uns... Da, ich bin hier einfach so dumm. Der hat mich natürlich gesehen. Könnt ihr durchschießen? Oh, Bastard. Oh, Mensch, gerade weil ich geschmissen habe. Nee, das war kein guter Plan von mir. Ja. Allerdings haben wir sie ja quasi weggelockt, so zwei von denen. So dass sie in der Unterzahl waren, weil einer lockt zwei weg. Das bedeutet, dass meine Leute, na gut, sind sie auch so. Obwohl außer ein neues dazugekommen, quasi in der Überzahl waren und somit mehr Chancen gehabt hätten. Genau. Bei meinem roten Gewinn denke ich mir einfach, das war mein Verdienst. Dank meines taktischen Geschicks. Auch wenn es mein Leben gekostet hat. Das kann mal vorkommen. Ja, die Besten verlieren Leben. Aber ich habe schon drei verloren erst, ja. Okay, da blauen. Ja, siehst du, ja. Ich wusste die Blauen verlieren wahrscheinlich wieder. Ja, aber die halten gut durch. Der kleine blaue Squad hier. Die Truppe. Der. Aus Ninja und Ritter. Wow. Und die bekämpft ein Ninja, oder? Ja, da ist er da. Die Ninja, der rollende Meister. Und tot ist er. Okay. Nur noch drei übrig. Gegen zwei. Oh ja. Ich will weglaufen, das Beste. Zeit schinden. Okay. Ja, da hat ihn durchgehauen. Oh ja, das ist aus. Da, die Blauen haben gewonnen. Das ist ja cool. Außer die verlieren jetzt einen, dann könnte es auch noch gleich Stand sein. Also sie wollen den absoluten Sieg, indem sie den letzten noch töten. Da rennt aber lieber weg für einen ehrlosen Sieg für die Blauen. Beziehungsweise eine ehrlose Flucht, um Zeit zu schinden, um auf diese Art zu verlieren. WTF. Auf der Statue. The Blue Team wins. Oh mein Gott. Runtergehauen. Na. Ja, der Unmaskierte. Ja. Okay, also man kann seitlich. Die konzentrieren sich meistens nur auf die Mitte. Das bedeutet, man kann theoretisch hier lang laufen und ein bisschen sneaky sein. Und das bin ich jetzt einfach. Das ist ein längerer Laufweg, aber sicherer zum Ziel. Wenn ich nicht wieder so vor. Da hab ich glaub gesehen. Okay, der hat mich gekillt. Oh Mensch. Akons.
Bin irgendwie voll schlecht geworden, habe ich das Gefühl. Und jetzt ist er gestorben. Da soll es hier aus. Hey, ich hab Kill Assist. Juhu! Bin gar nicht so nutzlos, Schimmer. Da. Die wollen ihn runterschubsen, das merkt man. Oh nein, nicht geschafft. Schade, oder? Blau gewinnt wieder. Schau mal. Wie er mal rot trollt, oh mein Gott. Rotes Trolling. Wie dumm. Ja. Das ist auch typisch, Shivery, hä? Trolling. Aber das war viel zu cool. Ja, das hat er verdient. Okay, ja, er wird überrumpelt. Ja, und der rennt aber wieder. Der ist so ein Feigling, der Deniso. Drei Leute, die nicht mitgekämpft haben. Juhu! Unterzahl! Oh Mensch, na gut. Schaut her, die mächtigen Statuen des Spieles. Jo. Jo, niemand findet ihn. Er ist der beste Verstecker aller Zeiten. Achso, er zeigt sich ja natürlich. Oh nein, und jetzt rennt er weg, weil er ein lustiger Vogel ist. Gib's dazu, Mr. Unmaskierter. Weil. Hahaha, hat sich den Fluchtweg abgeschnitten. Ja. Oh, ist er doch gestorben. Oh, Deniso. The blue team wins. Oh no. Okay, wir machen weiter als Wikinger. Denn Wikinger Power for the Wind. So. Ja, tötet euch. Ist er das? Ne, das ist ein Typ oder ein Kerl auf dem Stuhl. Oh, geil und. Und Asher. Was für ein cooler Name. Naja, vielleicht hätte ich den Shit nehmen sollen, auf ihn werfen. Der folgt mir, oder? Also echt. Hey, da sind sie da welche. Okay. Los, Wikinger! Lasst uns gegeneinander kämpfen. Oh Mensch, diese Erde. Da hat man voll Angst. Ja, WTF. War doch nicht der letzte, oder? Nee. Wie kann ich doch so schnell verlieren? Das glaube ich auch gar nicht. Welche Level brauche ich, um die anderen zu leveln? Also, das nervt mich auch. Na egal. Ich nehme jetzt eine Klasse, die mir besser passt, oder? Obwohl, der Part ist gleich zu Ende, also kann ich echt weiter den nehmen. Eine Runde mache ich noch. Wenn wir das dann nicht gewonnen haben, dann... Ich weiß nicht, sonst geht der Part wieder so ewig lang. Da, da wackelt mal wieder. Okay. Mensch, sind aber auch immer andere, die nicht am Kampf teilnehmen. Ich glaube aber, Wikinger ist nichts für mich, trotz allem. Trotz des tollen Schilds. Okay, der ist tot. Der. Ja, die letzten. Ein Idiot. Hangman, ABC, what? Must never fart. Wie dumm ist das denn? Okay, das ist schon tot. Kann man aber gegen lange Waffen nicht an, glaube ich. Okay, da wurde ihn glaubt. Aber das hat nicht so geklappt, hä? Die blauen schlagen ziemlich gut zurück. Ja. Kick Meier, please. Wer ist Meier?
Da, PC Meier. Wieso sollten die den killen? Also kicken. So. Okay, mein Plan hat bisher nicht so gut geklappt. Bin immer gestorben. Aber ich will nicht sterben. Ich will nicht sterben. You can't be serious. Not really. Okay, da rennen die wieder. Ach egal, diesmal renne ich aber so lang. Will nicht am Kampf teilnehmen. Ich bin ein Feigling. Natürlich nicht, aber entscheide mich für den hinteren Kampf. Okay, der ist ja schon mal tot. Also mein Plan war doch ganz erfolgreich, hä? Oh Mensch. Habe ich jemanden getötet? Ne. Okay, ja, ich habe meinen eigenen noch mal getötet, damit er ein leichtes Ziel war. Ja, schlau von mir. Okay, wo sind die anderen Blauen? Kann es sein, dass sie... Okay, oh ja. Meine... Oh ja. Oh Mensch, stirb doch endlich. Ah, da wurde ich doch noch getötet, Mistkerle. Na gut. Mein Plan, der war so wunderbar. Und ich bin von hinten angegriffen und zwei getötet dadurch quasi. Oder mitgeholfen zumindest. Aber nein. Mist. Okay, so kann es eben gehen. So viele sind von denen, haben noch von denen noch überlebt. Fünf. Dabei war mein Angriffsplan war aber voll cool. Der beste, den es gibt. Ich schwöre, meine Lieblingsstatue, ja. Ich bin der Beste. Diese dummen Ninjas. Okay, wir verstecken uns hier ein bisschen. Typisch Ninja, Wikinger meine ich. Okay, machen wir wieder den Hinterangriff. Den hinterfotzigen Hinterangriff. Very good. Ja, okay. Confidence. You should find a way with smaller hands. You are a truth, brother. Okay. Verreck! Oh Mensch, der PC Meier hier, den wir kicken wollen. Warum auch immer. Ich hoffe, hätte das geklappt, weil meiner immer schneller wird mit dem Doppelangriff. Naja. Okay, ich denke, ich beende den Part. Wir werden sowieso jetzt gewinnen. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, alles Gute und ciao.